Am 3. März 2022 wurde bei der Pressekonferenz der Raiffeisenbankregion Amstetten ein neues Projekt in St. Valentin vorgestellt. Thema ist eine neue Wohnanlage mit Namen LIS, Leben im Zentrum. Schon einige Zeit aus, als der Ernst Jordan mit dieser Idee gekommen ist, und es steht ja hinter mir, Leben im Zentrum ist eigentlich für dieses Wohnprojekt, für dieses Projekt eine sehr schöne Bezeichnung, weil in St. Valentin-Langenhardt einer der Ortsteile ist, der ja auch im Zentrum ist und wo sich dieser Ortsteil auch besonders entwickelt in dieser Zeit oder in der nächsten Zeit. Wir bauen gegenüber ein Veranstaltungszentrum mit einer neuen Musikschule und herüberbei eben jetzt dieses neue Wohnprojekt. Also es wird sich dieser Teil, jetzt wenn man durch die Bahn, durch die Unterführung fährt, in einem ganz neuen Licht oder in einer ganz neuen Art und Weise präsentieren. Und das freut mich sehr, auch mit diesem besonderen Wohnprojekt. Aber da werden natürlich dann die Projektanten entsprechend hier noch das ausführen. Insgesamt haben wir 2080 Quadratmeter circa Wohnnutzfläche, also beheizte Fläche. Da sind noch keine Wegeflächen dabei, die Erschließungsflächen, reine Wohnfläche sind über 2000 Quadratmeter. Bebaut ist summa summarum 1400 Quadratmeter, und da drinnen finden Sie dann 19 Wohnungen mit Größen von 60 bis 120 Quadratmeter, also ein sehr breiter Mix an allem Möglichen. Wir haben 5 Apartments drinnen, die so in der Größe 35, 40 Quadratmeter sind. Wir sehen uns nicht nur als Geldgeber, sondern wir sehen uns auch zuständig mit unserer Größe, was wir jetzt haben, dass man den Gemeinden bei gewissen Projekten behilflich ist und dass man da gemeinsam wirklich für die Stadt was Gutes macht. Die Stadt muss von innen nach außen wachsen und nicht irgendwo draußen immer wieder die Silos aufgestellt werden und die Innenstadt stirbt aus. Für mich das Wichtigste am Projekt ist, dass wir die Gesamtbetrachtung der Energie anschauen. Es reicht mir nicht, wenn ich am Ortsrand ein Passivhaus baue und dann irgendwie weit mit dem Auto fahren muss. Das wesentliche Energieproblem haben wir sehr wohl natürlich auch im Gebäudesektor, aber der weitaus größere Teil des Problems liegt in der Mobilität. Und durch die Lage dieses Projektes in der Nähe des Bahnhofes bin ich nicht mehr aufs Auto angewiesen, kann zu Fuß in 9 Minuten zum Bahnhof gehen und dann bin ich dann von Valentin in 5 Viertelstunde in Wien-Meidling. Mit diesem Projekt haben wir es auch wieder geschafft. Wir wollen nicht jetzt hergehen und irgendwo die grüne Wiese an Flächenraub durchführen, sondern wir wollen der Stadt in der Entwicklung helfen und wollen von innen, wenn man schon einen Quadratmeter wieder wo verbaut, möglichst in die Höhe bauen oder auch in die Tiefe bauen, dass pro verbauten Quadratmeter möglichst viel Wohnraum geschaffen wird, damit der Flächenraub nicht in dieser Geschwindigkeit, wir werden ihn nicht verhindern können. Eine Stadt und eine Gemeinde muss sich entwickeln und muss wachsen. Und wir können ihn ein bisschen bremsen. Und mit diesem Projekt bremsen wir diesen Flächenraub wieder. Ein weiterer Punkt mit diesem Projekt natürlich wieder, und das ist selbsterklärend, alle Projekte müssen immer wieder enkeltauglich sein. Also unsere Nachkommen müssen diese Welt vorfinden und da müssen wir einen Beitrag leisten, dass er für diese Zeit, für die Enkel noch lebenswert ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man im Zusammenhang mit nachhaltiger Wohnqualität direkt im Zentrum Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Und das war uns sozusagen wichtig, dass man das mit diesem Projekt gewährleisten kann. Zusätzlich ist der Standort ein sehr attraktiver und auch einer, der in St. Valentin beide Ortsteile, man kann sagen, der Teil, was klassisches St. Valentin und auf der anderen Seite die Ortsteile Langenhardt bis hin Herzograd entsprechend verbindet. In unmittelbarer Nähe wird gerade das Veranstaltungszentrum gebaut. Und ich glaube, von daher gesehen ist sowohl die Infrastruktur als auch die Qualität des Wohnens sehr gut. Weitere Infos finden Sie auf der Projektwebseite auf remax.at vor.